Ja, hallo meine Lieben und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer komplett neuen Staffel eines neuen Spiels. Ich habe endlich die Zeit gefunden, mir mal eine kleine Staffel zurechtzulegen und zwar spielen wir jetzt 7 Days to Die mit der Mod War of the Walkers. Das hatte ich mir die ganze Zeit mal vorgenommen, hatte es auch in dem Teststream mal drin, ihr habt es ja gesehen. Das Problem war dran, dass ich wirklich nicht die Zeit gefunden habe. Jetzt machen wir das anders. Schaut mal, ich habe schon alles, wie es geht, voreingestellt und zwar machen wir so ein neues Spiel. Dann werden wir hier mal die allgemeinen Grundeinstellungen durchnehmen. Wir sind natürlich nicht gelistet, spielen das im Einzelplayer, ganz klar. Maximale Spielerzahl ist daher 1. Dann würde ich sagen, die maximale Zombieanzahl, absolutes Maximum 100. Maximale Tieranzahl natürlich auch Maximum 100. Anspruchsbetrag machen wir bei uns natürlich etwas mehr, 5 Blöcke, weil wir würden gerne durch verschiedene Touren durch die Gegend reisen und schauen wir dann mal hin und her, wie das aussieht, weil bei 100 Zombies und 100 Tieren wäre es schon gut, wenn wir dann die ein oder andere Zuflucht mehr haben. Das ist nur dem geschuldet. Dann schauen wir mal, wie das ist. Bis jetzt haben wir mit 2 oder mit 3 Blöcken gespielt. Auch ganz, ganz selten mal mit einem. Aber ich sag mal, wir probieren es jetzt mal mit 5. Mal gucken, wie es ist. Wie gesagt, das sind die Gebietsansprüche. Das heißt, ein Block gesetzt und dann kann man dieses Gebiet beanspruchen. Das heißt, man kann da drauf bauen und so weiter und so fort. Also da spawnen, glaube ich, auch keine Gegner. Sondern das ist im Prinzip reinweg nur für uns. So, dann gibt es dann, wie gesagt, das sind die Grundeinstellungen, die habe ich dann alles so gelassen, wie es ist. Schaut, Dauer des Tageslichts, das sind 18 Minuten, Blutmondhäufigkeit jeden 7. Tag, Blutmondtower geht keinen Tag. Blutmondwarnung ist natürlich ab morgen, dann kriegt man so eine Meldung, Achtung, hier, heute geht der Blutmond los, das heißt, die Zombies sind verrückter. Ihr seht, die Nacht-Zombie-Geschwindigkeit wie die Wilden und die Blutmond-Zombie-Geschwindigkeit, das ist alles Sprinten. Das heißt, die bewegen sich doppelt so schnell, die machen auch deutlich mehr Schaden und so weiter und so fort. Das werdet ihr aber dann alles hier im Let's Play sehen. Das sind die ganzen normalen Spieleinstellungen. Schaut mal, das dauert 30 Tage, bis sich Beute zum Beispiel wieder herstellt. Das heißt, wir haben auch die größte Karte mitgewählt, die Weltgröße 8100x8100. Das ist wirklich so, dass wir da immer mal größere Touren machen können und dann ist es wirklich nur legitim, dass wir bis zum Wiedererscheinen der Beute wirklich 30 Tage warten müssen. Also ein bisschen Schwierigkeitsgrad brauchen wir natürlich auch noch dazu. Fallen lassen bei Tod, das ist alles soweit eingestellt, wie es ist. Jeden Tag kriegt man einen Abwurf aus der Luft, den müssen wir uns natürlich erstmal verdienen, indem wir es dahin schaffen. Was anders geht es ja, den Cheat-Modus lassen wir selbstverständlich aus. Cheaten in so einem Spiel geht gar nicht. Und natürlich werden die Abwürfe aus der Luft markiert, damit wir wissen, wo wir hinlaufen müssen und wie weit es geht. So. Ich sag mal, das war's. Mehrspieler fällt bei uns aus. Ich würde dann sagen, wir starten dann ganz einfach mal und dann sehen wir uns gleich drin. Okay, meine Lieben? Bis gleich. So, meine Lieben, wir sind im Spiel angekommen. Also der Ladescreen, der wurde wegen ganz schön lange. Schaut mal, das ist ein Deutsch. Und erste Grundlagen für das Überleben. Lieber Freund, das Ödland kann erbarmungslos sein. Ich habe dich nackt und ohne Vorräte dem Tod überlassen gefunden. Es scheint, dass du den Duke verärgert hast und Hilfe gebrauchen könntest. Anbei findest du eine kurze Anleitung, die dir beim Überleben helfen könnte. Schön. Wenn du sie abschließt, nehmen wir vielleicht einen neuen Bürger in unsere Ränge auf. Die Siedlung von White River, es gibt sie wirklich und sie ist sicher. Friede sei mit dir, mein Freund Noah. Naja. Aha, schaut mal. War of the Walkers Mod Part 2. Starterquest, okay, die hat sich, also die Startquest, die es am Anfang gab, die hat sich deutlich reduziert. Ja, inside you find useful items to get started. Alles klar. Das heißt, wir könnten auf jeden Fall schon mal so anfangen. Schaut mal unseren Platz, richtig viel, mega. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wie wir hier alles nehmen. Ich glaube, W, genau, mit W kann man schon mal alles nehmen. Das hätten wir schon mal komplett durchgesucht. Was wir zum Beispiel hier schon mal als allererstes auffällt, ist das ganz schön, die Maus ist übelst schnell. Nehmen wir natürlich Ansehen. Shift und Take Everything mit R. Okay, wunderbar. So sieht das aus. Ich würde mal vorschlagen, wir schauen uns auf jeden Fall jetzt mal um. Und sollten mal gucken, dass wir irgendwie in eine Siedlung kommen. So, das ist War of the Walkers. Was machen wir da damit? Das ist unser Gebietsstein. Was haben wir? Ah, hier sind die Ressourcen. Alles klar, die haben wir schon aktiviert. Und jetzt ein Tagebucheintrag Überlebensmodus. Kann man den lesen oder wie sieht's aus? Bloß ein freundlicher Hinweis, dass du pünktlich zahlen sollst. Und zwar jedes Mal, sonst gibt es Konsequenzen. Alles klar. Alles klar soweit. Okay. Das heißt, im Prinzip ist es jetzt so. Moment, jetzt gucken wir gleich mal nach dem Craft-Menü. Also, das hier war das Craft-Menü.
Hier gibt es dann die Steinaxt, hier gibt es dann den Hammer, hier gibt es die Pickaxe, hier gibt es dann ganz normal die Holzraumblöcke, ganz, ganz wichtig, meine Lieben. Hier gibt es dann die Gebäude, die man bauen kann, die ersten Elemente, hier gibt es dann Rohstoffe, Munition und Waffen. So viel können wir noch gar nicht am Anfang bauen, ist ja auch noch sehr, sehr viel zum Freischalten. Und da müssen wir mal schauen, wo war, hier war der Talentbaum. Schaut mal, das ist ein riesen Talentbaum in War of the Walkers. Und wie gesagt, dieser Talentbaum, mit dem kann man dann sehr, sehr viele Sachen machen. Das ist unterteilt nochmal. Ne? Munition, Essen, ne, in verschiedene Skills, in verschiedene, ja, in verschiedene Arten der Tragfähigkeit. Dann hier in Klassen, da kann man dann verschiedene Klassen lernen. Natürlich kann man alle Klassen nacheinander lernen. Und hier gibt es nochmal verschiedene Bücher, die man haben kann und so weiter. Hier gibt es das ganz normale Crafting-Menü, hier kann man Waffen bauen. Hier kann man dann Nahkampfwaffen bauen, Extras-Grill. Hier kann man Rüstung bauen und so weiter und so fort. Also, es ist unheimlich vielfältig. Und mit M landet man hier auf der Karte. Ihr seht's. Und wir sollten jetzt zumindest mal schauen, dass wir zumindest mal eine Keule gebaut bekommen. Und zwar auf W. Hier, die legen wir dann gleich mal bei uns in den 1er rein. Und schon hätten wir hier mal den Knüppel. Das ist schon mal richtig gut. So. Okay, jetzt würde ich mal vorschlagen, wir suchen uns vielleicht mal... Ich würde eher mal vorschlagen, wir suchen uns vielleicht mal einen kleinen Unterschlupf, eine kleine Stadt oder irgend sowas. Okay, hier ist nichts drin. Hier gibt es sowieso nichts. Hier waren wir gerade. Okay, springen kann man auch noch ganz normal. Also alles gut. So, ich denke mal, auch dort hinten geht es runter. Hier geht es auf jeden Fall in ein anderes Biom rein. So wie es ausschaut. Okay, ich denke mal, da sollte man nicht hin. Dann laufen wir lieber mal auf die andere Seite und laufen erstmal zurück, okay? Ah, mit dem Mausrad können wir dann drehen. Okay, alles klar. Da können wir dann die verschiedenen Schnelltasten aktivieren. Und hier ist die Ausdauer weg. Ah, okay, alles klar. Das können wir nicht untersuchen, aber das können wir dann zur Not irgendwann mal, können wir auch diese Autos komplett auseinandernehmen. Richtig gut. So, jetzt können wir uns entscheiden. Entweder darum oder darum oder... Oh, schaut mal. Drei Wege. Drei Wege, wo es lang geht. Und das hier sieht aus wie... Das hier sieht aus wie die Hauptstraße. Okay? Also laufen wir zumindest mal die Hauptstraße runter. Sicher, sicher. Neuer Tagebuch, ein Tag. Kritische Treffer. Und wie kann man den jetzt lesen? Nee, das war Global. Okay, alles klar. Ich überlege bloß gerade, wie man die Tagebücher lesen kann. Wie ging das? Gebäude, Rohstoffe, Werkzeuge, Wissenschaft, Kleidung. Okay, das ist alles, was man bis jetzt herstellen kann. Hier kann man sogar schon Kleidung herstellen. Ach, das ist ja klasse. Kleidung aus Pflanzenfasern. Habt ihr das gesehen? Ja, aber wenn ich da drauf gehe... Hold and Drag... To inspect an item. Hold and Drag ist... Okay. Nö, geht nicht. Okay. Dann geht es wahrscheinlich... Dann geht es wahrscheinlich irgendwie anders, meine Lieben. So. Jetzt gucken wir trotzdem mal. Ich würde vorschlagen, wir gucken trotzdem mal hier runter. Habt ihr gerade was gehört? Irgendwas war da gerade. Irgendwas war da gerade. Jetzt suchen wir trotzdem zwischendurch mal noch schnell hier. Ich wollte gerade sagen, schnell die ganzen Sachen durch. Hier vorne ist ein Bus. Den können wir auf jeden Fall looten. Schauen wir mal. Jawohl, unberührt. Unberührt. Da gibt es bestimmt mal zwei, drei tolle Sachen drin. Jawohl. Eine Schaufel. Das ist zwei. Okay. Das ist ein. Okay, das ist ein Teil für viele Rezepte. Hier gibt es natürlich mal Kleber. Hier gibt es Pennies. Hier gibt es wieder Klebeband. Sehr, sehr schön. Stadtbus ist jetzt leider, leider leer. Schaut mal dort hinten. Nee, das ist. Nee, das ist. Das geht dann auch zu dem anderen Biom da drüben. Ja, guckt mal an. Ja, grüß dich. Der hält aber viel aus. Oh, der hält viel aus. Habt ihr das gesehen? Der hält echt viel ausgehalten. Unglaublich. Hier unten laufen dann die nächsten rum. Okay, jetzt geht's los mit Zombies. Was ist das hier? Jawohl, als zweites die Krankenschwester. Na, grüß dich.
Die hält auch viel aus. Boah. Okay, am Kopf des bringt nicht so viel, wie es aussieht. Am Kopf des bringt eigentlich gar nicht so viel. Das haben wir gerade festgestellt. Das ist kein Thema. Okay, da können wir auf jeden Fall mitnehmen. Ach ja, da können wir einfach draufhauen. So war das, genau. Habt ihr das gehört? Auch da unten kommt auch wieder Zombie gelaufen. Alles klar. Wir bleiben ja trotzdem mal auf der Hauptstraße. Dann räumen wir das hier mal schnell aus. Und dann würde ich irgendwie mal sagen, dass wir wenigstens zu irgendeiner Behausung uns... Ich glaube hier vorne. Hier vorne können eine kommen. Okay, da beeilen wir uns mal. Was ist denn das? Das ist hier einfach mal so eine kleine Erhöhung mittendrin. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Okay. Das sieht aus noch wie ein bisschen buggy. Oder was ist das? Okay, einen unberührten postapokalyptischen Truck. Gibt's leider nichts. Schade. Aber wir wissen jetzt, die ersten Zombies rennen hier rum. Und wir sollten mal schleunigst zusehen, dass wir wenigstens... Da drüben stehen schon die ersten Gebäude. Schaut mal, wir sind richtig gelaufen. Schon mal gut. So, was ist das hier? Ist das das, was ich denke? Der hat keine Pfeile, oder? Mist. Jetzt. Primitiver Bogen. Ja, wir haben keine Pfeile. Das heißt, wir sollten auch irgendwie mal noch Pfeile bauen können. Wahrscheinlich Munition und Waffen. Eisenbolzen. Eisenpfeil. Ja, hier kann man Eisenpfeile bauen. Problem ist dran. Es fehlt was. Es fehlen die Pfeilspitzen. Die fehlen. Okay, alles klar. Kein Problem. Das heißt, wir sollten dann wirklich erstmal zusehen, dass wir in so eine Siedlung kommen. Dann sollten wir uns mal vielleicht eine kleine Base aufbauen. Ich weiß ja, wie das damals war. Wir können auch querfeld einlaufen, wobei ich denke mal, dass wir hier vorne dann sowieso irgendwo rankommen. Ja, auf jeden Fall. Schaut mal. Okay, das sieht schon mal richtig gut aus. Das heißt, wir sollten uns dann mal eine Axt bauen. Wir sollten uns auf jeden Fall mal grob ausstatten. Wie gesagt, eine Keule haben wir, einen Bogen haben wir auch, bloß wir haben keine Munition, wir haben eigentlich gar nichts. Das ist ganz normal. Beim War of the Walker am Anfang. Okay, die ist nicht verbuggt. Die tut richtig weh am Kopf, wenn man die trifft. Oh. Wir haben keine Verbände mit. Aufpassen. Alles klar. Ja, jetzt wollten wir gerade nochmal... Doch, wir haben. Erste Hilfebande. Ich sag mal, den ziehen wir uns mal runter, die Schnellleiste. Sicher. Ich wollte mal sagen, sicher, oder? So, dann machen wir mal weiter hier. Hier kommen doch schon die ersten schönen Gebäude, schönen großen Gebäude. Hier können wir auf jeden Fall mal auch mal ein bisschen Holz schlagen. Das ist kein Problem. Was ist denn das hier? Okay, das ist eine Falle. Weiter oben eine... Okay. Wahrscheinlich kann man die... Okay, da sollen wir uns dann einfach mal so einen Block drüber bauen und dann denke ich mal, kommt man auch dahin. Oder zumindest mal so einfach so draufhauen. Okay. Ah, wie gesagt, wir haben lange nochmal gespielt. Wir haben also 7 Days to Die haben wir sehr, sehr lange nochmal gespielt. Eigentlich sollte man das öfters mal suchen. Wow, okay, sehr schön. Das ist was zum Essen. Schaut mal, unser Essenshaushalt hier unten, 91 und Trinken 94. Geht noch, alles gut, okay? Und hier kommen dann schon die ersten Zombies. Noch besser. Ja, grüß dich. Und den haben wir mal richtig getroffen. Schön im Gesicht. Klasse. So. Aha, das ist alles verbarrikadiert. Das heißt, wir kommen hier auf jeden Fall anders rein. Ich weiß bloß nicht wie. Schauen wir uns mal an außenrum. Entschuldigt bitte, ich muss noch mal ganz kurz was einstellen. Und nochmal kurz an der Helligkeit was vor Minz, gefällt mir noch irgendwie noch nicht. So, jetzt ist alles gut. So, okay.
Ich würde mal sagen, wir beziehen auf jeden Fall erstmal hier das. Wir beziehen mal hier gleich das erste Gebäude. Müssen wir bloß mal schauen, wie wir hier reinkommen, okay? Das ist ein ziemlich großes. Okay, eine verstorbene Frau. Nur dann. Genau, ruhig auseinandernehmt das Ding. Schaut mal, hier kommt man rein. Es ist nicht immer gut, durch die Fenster reinzuspringen, weil man weiß nicht, was man da drinne findet. Und da hinten gibt es wieder eine Kiste mit garantiert einer Falle außenrum. Aber man weiß es nicht, was da drinne ist. Man weiß es echt nicht. Es ist wieder so eine Kiste mit einer Falle. Und man kann da wieder drauf klopfen. Oder machen wir das mal. Auf jeden Fall sollten wir uns für die Nacht ganz, ganz dringend ein Lager suchen. Beziehungsweise ein kleines Lager aufbauen, irgendwo erhöht. Wow. Ja, die erste Waffe, schaut mal. Antibiotika haben wir auch schon, wenn wir krank wären. Richtig gut. Und dann gibt es hier Elektrokabelverscheidung. Und jetzt haben wir ein Problem, weil wir können uns schon mal nicht mehr so gut bewegen. Weil wenn man ins Inventar guckt, schaut mal, wir haben zwar deutlich mehr Inventarplätze, allerdings kosten auch die Inventarplätze viel mehr Ausdauer. Wir könnten die Stiefel, könnten wir ausstatten. Jawohl. Könnten wir noch irgendwas mitnehmen? Nee, ne? Ja, die Donnerbüchse legen wir uns auch mal runter. Ich sag mal, den Zettel, den legen wir uns jetzt einfach mal hier rein. Das ist eine Schatztruhen-Quest, wie es aussieht. Missing Building Supplies. Okay. Belohnungen sind derzeit nicht verfügbar. Ja gut, ist egal, aber die Quest können wir ja trotzdem annehmen, oder? So. Lammration. Okay, also zu essen hätten wir jetzt mal. Zu essen hätten wir schon mal genug. Sehr schön. Okay. Also, so wie es aussieht, war das Haus mal schön komplett dicht, bis die Zombies angefangen haben, hier einzeln. Okay. Glaubt's mir, wir sind nicht die Einzigen hier drin. Oh, schöne Schatten. Sehr schön. Und wir könnten jetzt eigentlich anfangen, genau, hier mal die Schränke anzugucken. Und eigentlich mal alles mal mitnehmen, was hier geht. Was hätten wir denn hier? Und wenn wir es schaffen, irgendwo hochzukommen, dann werden wir hier auf jeden Fall, meine Lieben, die erste Nacht verbringen. Was haltet ihr da davon? Weil wenn die Zombies kommen, schaut mal, das ist schon eine mit Metall verstärkte Tür. Wir müssen im Prinzip nur das hier richtig gut abdichten. Und dann hätten wir schon mal deutlich, deutlich bessere Chancen, dass die nicht zu uns kommen. Ne, die müssen dann hier erst durch. Da könnten wir zwei, drei schöne Fallen. Ich hab's gewusst. Und immer schön auf den Kopf. Und immer auf den Dämon. Und immer schön drauf. Ja, genau. Das sind nämlich die ganzen. Genau, das sind nämlich hier die kleinen Fallen. Und hier oben, ich hab's auch gewusst, hier oben ist dann. Hier oben ist dann so ein kleiner Rucksack. Schaut mal. Eine Handtasche. Ja, nehmen wir gerne mit. Hier unten das nehmen wir auch mit, obwohl es da gar nichts gibt, ist ja auch nicht schlimm. So, jetzt gucken wir uns hier nochmal um. Diese Bücherregale sind auch ganz, ganz wichtig. Weil da gibt es Bücher. Und diese Bücher, die kann man lernen. Ne? Ich weiß nicht, ob das mit D ging. Oder mit A. Ja, genau, mit A. Ja, genau. Okay. Jetzt haben wir schon mal zwei Bücher gelernt. Das ist schon mal sehr gut. Hier können wir zum Beispiel. Ja, hier kriegen wir noch was zusammen. Bauplan, strukturelle Klammermod. Sehr schön. Hier hätten wir noch ein Bücherregal, mein Lieben. Noch eins. Wow, was gibt's denn hier alles, hä? Bauplan, Holzsplittermod. Lernen wir mal. Eine Waffe. Mega, super geil. Wieder ein Buch. Und das ist die strukturelle Klammermod. Ich weiß nicht, für was die ist, aber mal lieber mal lernen. Die Lammration, die könnten wir auf jeden Fall dann mal essen, wobei unser Essen und Trinkenhaushalt immer genug. Und hier, schaut mal. Ich habe das gewusst. Es gibt hier verschiedene. Oh Gott, das dauert ewig. Leute, das dauert ewig. Also hier müssen wir. Genau, der Gegenstand muss Oh. Reparieren. Wie geht das mit A? Genau, und dann geht's wieder. So, also auf jeden Fall durch die Häuser durch.
Ist sehr, sehr spannend, weil... Und hier kommt schon der Nächste. Ein Footballspieler. Oh, die sind übel, weil die sind übelst schnell. Und die sind selbst am Tag übelst schnell. Da muss man echt aufpassen. Okay, hier kommt man auf jeden Fall nur raus, wie es aussieht. Das ist... Okay, hier gibt's nichts. Oh, hier gibt's auch nichts. Ihr wisst, warum der Footballspieler hier war, ne? Habt ihr das gehört? Okay, das ist auch eine Falle hier, wie es aussieht. Au. Das sind Minen, oder? Kann das sein, dass das Minen sind? Also so wie es aussieht, müssen wir auf jeden Fall hier durch jede Tür, durch jeden Raum. Okay, da kommt wieder die verpeilte Krankenschwester. Schön am Schädel getroffen. Okay, durchsuchen wir mein Gepäck. Da ist leider nichts drin, aber vielleicht haben wir Glück. Nein. Ganz wichtig in dem Spiel. Looten, meine Lieben. Ganz, ganz wichtig. Looten, looten, looten. Alles, was geht. Alles durchsuchen. Alles mitnehmen. Schaut mal, das hier ist zum Beispiel wieder irgendein Sweatshirt. Das werden wir gleich anziehen. Hier zum Beispiel, das sind diese Militärrüstungsseile. Wir müssen uns dann unbedingt mal irgendwo einen kleinen Standort basteln, wo wir auf jeden Fall mal bleiben, wo wir das ganze Zeug erstmal horten können. War ja klar, ne? Im Bad, dass dort der Krankenschwester hängt. Ja, was müsst ihr hier hatten? Weil da hier sind ganz schön viele Krankenschwestern in dem Verhältnis. Okay, hier ist nichts, hier ist auch nichts, alles gut. Immer mal an die Decke gucken. Kann ja sein, dass da, genau, ne? Das hier können wir zum Beispiel auch aufheben. Und hier könnten wir auf jeden Fall weiter. Oh, hier gibt es Munition. Geil. Schrotflintenmunition. Die Toilette können wir auch untersuchen. Was gibt es da drin? Trübes Wasser. Ja, das können wir auf jeden Fall abkochen später. Und schaut mal, hier geht's weiter. Die Badewanne können wir auch machen. Also die können wir nicht machen. Aber die da drüben, die kaputte Badewanne, die können wir auf jeden Fall. Ja. Okay. Gut, von Wohnung zu Wohnung ist es halt unterschiedlich. So wie das aussieht, wurde das hier schon mal abgegrenzt. Hier darf man natürlich auch nicht hin, aber... Hier kommt gleich jemand. Es kommt ja gleich jemand. Oh. Wir hätten es vielleicht noch laden sollen. Wir hätten es irgendwie noch laden sollen. Aber ist okay. Ja, wir sind 2 Stunden irgendwie... Achso, wir sind 2 Stunden irgendwie ermattet. Weil wir so viel mitgenommen haben. Ah, das müssen wir auf jeden Fall... Das müssen wir dann irgendwie gucken, dass wir das wegbringen. Wir nehmen jetzt mal einen Verband. Hört ihr das? Schade, gibt nichts. Laden wir mal. Ihr hört das auch, ne? Ihr hört es auch. Ja, das ist immer genau. Das ist dieses Spiel. Sehr, sehr lustig. Den Tresor hätten wir ja schon mal gefunden. Hier gibt es zum Beispiel ein Nahrungsset. Wo kommen die her? Vor allen Dingen, okay, wir durchsuchen erstmal. Schaut mal, Munition, wir bräuchten nur noch eine Waffe dazu, das wäre schön. Und wie es aussieht, kommen die daher. Entweder sind die schon da. Also das wird bestimmt gleich richtig unangenehm, meine Lieben. Oh Mann, ich bin gespannt. Auf jeden Fall zerhauen die gerade eine Tür. Die zerhauen auf jeden Fall gerade eine Tür. Das heißt, egal wo wir langlaufen, wir sollten auf jeden Fall mal überall die Türen zumachen. Okay? Und hier kommt man garantiert auch irgendwo, kommt man hier wieder raus.
Ich saß ja die Tür, ich saß ja die, die Türen, wollte ich gerade sagen, die Türen untersuchen, die Autos untersuchen und so weiter und so fort. Das ist alles kein Problem. Hier gibt es ja noch, boah, hier gibt es ja noch zerstörte Werbbänke, hier gibt es alles. Oh. Schöner Treffer, direkt ins Gesicht. Oh, okay, alles klar. Und immer drauf. Nur Mut. Hoffentlich hält die Keule noch. Dann schlagen wir uns mal schnell den Weg hier raus. Ah, okay. Muss repariert werden. Dann reparieren wir nochmal. Passt, ne? Dann beeilen wir uns mal, weil das ist... Also hinter uns diese komischen Geräusche, also ich krieg richtig Gänsehaut. Also wir sollten wirklich zusehen, dass wir hier schleunigst schnell. Okay, kommen wir hier raus? Nein, wir kommen nicht raus. War klar. Da draußen warten sie bestimmt schon alle. Komm, na los. Zumindest kommt keiner. Zumindest können wir, wahrscheinlich können wir hier abhauen. Okay, es kommt niemand. Nee. Okay, das ist alles gut. Das heißt, hier können wir uns ganz in Ruhe... Hier können wir uns ganz in Ruhe aufhalten. Schaut mal, sogar hier oben geht's weiter. Okay, das ist ja cool gemacht hier. Ja, mit verringerter Ausdauer, ne? Mit verringerter Ausdauer, das ist... Okay, da kommt schon der Erste. Mit verringerter Ausdauer macht das nicht so viel Spaß. Ihr habt es gerade gesehen. Vor allen Dingen, wo kann man hier langlaufen? Hier fällt man ja zwischendurch, fällt man gar nicht hier drunter, oder? Kann man hier an den dünnen Dingern, kann man da langlaufen? Ich glaube es nicht, man kann da langlaufen. Oh, das wird jetzt... Okay, ich wollte gerade sagen, den Rest, den springen wir mal. Hier gibt es auch garantiert Gegner. Ich schwör's euch, hier gibt es garantiert Gegner. Schaut mal. Schaut mal, jetzt springen schon zwei, drei Stück hier rum. Natürlich, natürlich. Zombie-Geschäftsmann. Aber die kommen zumindest... Oh, die kommen zumindest nicht hier hoch. Leute, ist das spannend. Also ich gucke die ganze Zeit, ob ich hier irgendwo... Ob ich mich hier irgendwie rückversichern kann. Aber so wie es aussieht, kommt hier erstmal keiner hoch. Weil wie gesagt, wir sind ja für die... Wir sind ja für die eine Freiwild. Da ist ja nichts. Okay, das passt zumindest. Ne? Wir sind auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Hier oben sind wir zumindest sicher. Da können sie ruhig ein bisschen was anhauen. Das ist kein Problem. Jetzt hoffen wir bloß mal, dass in dem anderen Raum niemand groß ist. Oh doch. Jede Menge. Schaut mal. Schöner Treffer. Okay, das war Nummer 1. Ach, hier steht da jede Menge rum. Oh, und hier gibt es den Zombie-Geschäftsmann. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass hier noch... Ich hab's gewusst, dass hier jede Menge wartet. Zum Glück sind die noch langsam. Ich spüre euch, in der Nacht werden die schneller. Ach, was hauen die jetzt? Ah, das kann ja gar nicht sein. Wir sind ja ein Stockwerk höher.
Okay, hier gibt es auf jeden Fall noch einen Koffer, das ist gut. Oh, schaut mal, wie voll wir schon mittlerweile sind. Hier liegt noch eine Krankenschwester rum. Ach nee. Hier. Schöner Treffer. Und auf den Kopf, wenn es geht. Immer auf den Kopf, mein Lieben, immer auf den Kopf. Wow, wow. Okay. Also auf irgendwas hauen die drauf. Ich weiß zwar nicht auf was, aber auf irgendwas hauen die drauf. Hier geht's auch nochmal weiter. Das kann man garantiert... Ich glaube, das ist der Endraum. Eine unberührte, verstärkte Truhe. Was gibt's drin? Handschuhe. Ein Eisenpfeil. Helmlichtmodifikation. Geil. Beschwerter Kopfmod. Eisenbolzen. Also hier gibt's alles. Hier gibt's, wie gesagt, hier gibt's wirklich alles. Hier zum Beispiel könnten wir uns nochmal Munition holen. Hier müssen wir uns nochmal Zugang verschaffen. Das Einzige, wo wir hier rauskommen, das sage ich euch. Nochmal reparieren bitte. Auf A. Und dann sollten wir uns mal unbedingt über die Fertigung vielleicht nochmal eine Axt oder sowas bauen. Geht zumindest nicht. Hier die Donnerbüchse können wir auf jeden Fall. Wir sollten uns mal ganz dringend irgendwas axtmäßig oder einen Steinvorschlaghammer. Das ist vielleicht schon zu viel. Eisenvorschlaghammer. Ja, weg hier. Na los, einhauen. Oh Mann. Weiter. Na komm. Immer weiter. Immer weiter. Sehr schön. Okay, dann durchsuchen wir das mal. Ja, alles klar. Okay. Ja, hat sich zumindest gelohnt. Die medizinischen Vorräte nehmen wir auch noch mit. Und dann sieht das schon hier richtig, richtig, richtig gut aus mal, finde ich. Das müssen wir auch zerhauen. Hört ihr das? Wo kommt die her? Okay, wie es aussieht, machen wir mal Folgendes. Schaut mal, man kann hier... Hier, man kann hier irgendwie diese Holzrahmenblöcke fertigen. Machen wir mal 5 Stück. Und dann bauen wir mal 5 Stück. So, die Teile legen wir mal auf die 5. Und damit kann man zumindest wenigstens erstmal die Tür absichern. Na, die kann man dann so hierher basteln. So. Und die kann man auch noch irgendwie, kann man die noch verstärken, wie das war. Mit einem Hammer oder so, mit einem Bauhammer kann man die, glaube ich, irgendwie noch verstärken. Müssen wir erstmal gucken, was wir noch herstellen. Wir können bis jetzt noch den Holzknüppel. Das, hier, schaut mal, eine Axt. Hier kann man eine Axt bauen. Ah, hier kann man den Steinhammer bringen, den muss vor. Genau, darum ging es. Genau darum. So. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen trotzdem hier mal draufhauen. Das nützt nichts. Wir brauchen auf jeden Fall die Axt. Und wir brauchen natürlich dann auf jeden Fall auch die... Genau. Das Teil brauchen wir auch noch. Hier, schaut mal, das können wir jetzt. Und das andere ist auch gleich fertig. So. So, dann könnten wir das zumindest mal verstärken. Ah, das war eigentlich falsch. So. Nee, wir wollten das eigentlich doch... Okay, wir wollten das eigentlich upgraden, aber es ist okay. Der Knüppel ist immer noch am besten. Ich finde, der Knüppel ist immer noch am besten. Also ihr seht, was mir hier vor lauter Verzweiflung macht. Einfach auf irgendwas draufklopfen, um zu hoffen, dass hier noch irgendwo eine Kiste ist. Und es ist tatsächlich eine. Automotiv. Das ist eine Batterie und eine Radkappe. Okay, alles gut. So, und jetzt machen wir Folgendes. Ihr wisst, was jetzt losgeht, oder? Ihr habt zum Beispiel eine Steinaxt. Die bauen wir uns auch gleich mal. Weil mit der Steinaxt, das ist, glaube ich, unser Weg hier raus. Hier zum Beispiel den Steinvorschlaghammer, den nehmen wir mal hierher. Das fliegt weg. Und die Steinaxt, die nehmen wir jetzt mal hierher, okay? So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gucken wir das Ding an. Das geht richtig vorwärts, aber Achtung, verbraucht sehr, sehr viel Ausdauer. Dafür brauchen wir wahrscheinlich nur ein oder zwei solche, genau, ein oder zwei solche Teile, damit wir hier draußen sind.
Ich will nicht wissen, wo die da draußen sind. Leute, ich möchte es nicht wissen. Ich hab... Boah. Okay, dann machen wir noch Folgendes. Bauen wir unter uns noch eine Kiste. Okay. Okay, das hätten wir. Okay, das hätten wir. Leute, das hätten wir schon. Das hätten wir schon mal. Also schaut mal da drüben, die Baustelle. Die ist zum Beispiel auch richtig, richtig gut. Und ich will nicht wissen, wie viele das sind. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr viele. Also das sind auf jeden Fall jede Menge. Den könnten wir auf jeden Fall versuchen, mit dem Hammer hier umzunieden. Das wäre kein Problem. Und wir könnten dann versuchen, vielleicht da drüben auf der... Da drüben an der Baustelle könnten wir vielleicht versuchen, ein bisschen was aufzubauen. Wir brauchen auf jeden Fall ein Behältnis. Wir bräuchten auf jeden Fall mal eine Kiste, wo wir zumindest mal wirklich viel reinpacken können, damit wir nicht so, schwergewichtig durch die Gegend laufen. Wisst ihr, was ich meine? Hier zum Beispiel die Baustelle, die bietet sich doch an, oder? Schaut mal, hier gibt es einen Keller. Hier kann man runter. Ist doch perfekt. Dann kann man zumindest mal hier oben rüberlaufen. Alles gut. Hier, da würde ich mal sagen, schauen wir mal, ob wir irgendwo Nahrung kochen. Wissenschaft, Kleidung, Dekor, Munition, Rohstoffe, Gebäude, Grundlagen. Schaut mal, kleine Kiste. Bauen wir gleich mal welche. So. Wohin? Okay, dahin passt es. Dahin passen die leider schon mal. Also zumindest anbauen können wir sie nicht. Ist aber auch nicht schlimm. So. Okay, jetzt können wir zumindest mal ganz in Ruhe ausräumen. Okay, das passt. Also alles erstmal ausräumen, damit wir wenigstens wieder ein bisschen... Damit wir mal ein bisschen an Gewicht verlieren. Das ist ganz, ganz wichtig. So. Ah, oh, passt. Okay. So, wie sieht es denn aus mit dem Essen? Wie sieht es denn aus mit dem Hunger? Die Kiste ist voll. Kein Thema. Genau, jetzt essen wir mal. Und wir sollten auch auf jeden Fall noch was trinken, ne? Na, Kleber kann man nicht trinken, aber hier schaut mal, gekochtes Wasser. Das kann man auf jeden Fall trinken. Ah, stopp. Wir wollten es ja trinken. Ich sag mal mit A, oder? Jawohl, perfekt. Okay, sehr schön. Jetzt wissen wir wieder, wie das funktioniert. Wow. Also ich sag mal ganz herb, ganz offen und ehrlich, hat uns ein bisschen überrascht, das Spiel. Aber richtig, richtig geil von Anfang. Ich sag mal, das war der Start. Ich sag mal, wenn es euch gefallen hat, war das der Start zu einer kleinen Staffel. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr unten drunter eure Kommentare verfasst, beziehungsweise wollt ihr davon mehr sehen oder nicht. Ich sag mal, als erstes würde ich hier persönlich bei der Baustelle bleiben. Schaut mal, es dämmert auch schon. Das heißt, wir müssen uns hier auf jeden Fall ziemlich schnell eine Bleibe aufbauen. Das heißt, entweder alles nacheinander hier wieder, wieder komplett zubauen, dass wir zumindest mal, was war denn das gerade, irgendein Glitch, dass wir zumindest mal wenigstens über Nacht eine sichere, eine halbwegs sichere Bleibe haben. Und dann bin ich mal gespannt. Wir sollten auf jeden Fall noch ein oder zwei Stockwerke hoch. Da zum Beispiel hier oben, hier vorne, das bietet sich richtig gut an. Oh, habt ihr das gehört? Schaut mal hier, ne? Das bietet sich richtig gut an, dass man hier auf jeden Fall mal kurz bleiben kann. Hier zum Beispiel, ne? Da könnt man hier oben was hinbauen und dann bin ich gespannt auf eure Nachrichten und Kommentare. Meine Lieben, ganz, ganz vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal oder auch nicht. Ihr entscheidet. Bye, bye, euer Zanto.